dit wordt het nou. O, ontwerper aber, wie sie holder struch, sie wird der Pracht, ihr gefällt mir. Thank you.
einer Kita. Und die werden alle ein bisschen grösser. Und eines Tages kam der Vater zu seinen zwei Kindern und hat gesagt, hör ich, ihr seid jetzt schon gross. Von heute an sagen wir uns Nomme, Mami und Papi. Von heute an sagen wir uns Vater und Mutter. Könnt von mir aus der Katzmami sagen und dem Hoppapi, das ist mir gleich. Dann war das so gut gewesen. Eine Weile später ist der Vertreter gekommen, hat geläutet an der Haustür. Da sind die zwei Ofen natürlich raus, Kinder. Und nachher hat der Vertreter gefragt, Sali miteinander, sind Mami und der Papi ja nicht heim? Da sagt der Bub, nein, also wisst ihr, Mami hat gerade Junge im Haus gekommen und der Papi ist schon 14 Tage nicht mehr heim gefressen. Oh.
Hat das Wasser gebracht.
und dann ist der Doktor ins Kind in die Hände rein und hat das untersucht. Und dann ist er wieder vorgekommen und hat gesagt, guter Mann, ist das so? Die Frau ist schwanger, die Katze kommt zu jüngeln, der Hund ist läufig und du kannst morgen wieder arbeiten. Im Dörfli trifft Schnee.
die Welt schifft, doch wirklich nicht sie. Ja. Präsidentin, und ich glaube, sie hat heute mit seiner Stimme leider nicht dürfen oder nicht können mitsingen. Sie hat sich selber disqualifiziert, aber mir ist ein Dank und damit am Lohnstuhl. Schon mal eins zum Doktor. Schon mal eins zum Doktor und er hat gesagt, tue mal so weit da hinten. Und der Doktor gesagt, tue mal das Maul auf, die Zunge rausheben und ich schaue. Hat er da ins Maul eingeschaut und hat gesagt, genau, ich habe Hämorrhoiden. Im selben Moment hat der Doktor ans Telefon und denkt, Mann, wieso? Wieso wickelt es der, wenn er ins Maul schaut, dass ich Hämorrhoiden habe? Das ist doch komisch. Hat er dann von der Wand aber den Spiegel genommen, hat die Hasenabelung dann da so geschaut, oder? Und im selben Moment kommt der Doktor zum Zimmer und sagt, ey, was tust du?